Es war wirklich spannend, aber es war auch toll. Gott sei Dank hat das Wetter auch mitgespielt. Das spielt auch immer eine große Rolle. Und wir haben viele liebe Gäste einfach wieder begrüßen dürfen. Es hat alles gepasst. Die Gäste sind wirklich auch total, wie soll man sagen, verständnisvoll für diese neuen Regeln, die es gibt. Es sind viele getaktet, die wirklich nur so 2 Stunden bleiben und somit ist alles eigentlich ganz gut. Ich bin zufrieden und ich freue mich, dass wir wieder so einen kleinen Schritt machen dürfen. Das ist wirklich eine große Belastung, natürlich auch in der Küche, wo es sehr warm ist. Da ist schon schwierig bei uns und auch natürlich im Service. Aber es hilft nichts. Das sind halt die Sachen, die uns auferlegt worden sind. Wir versuchen, alles einzuhalten. Wir haben die Hygienemaßnahmen, wir registrieren an jeden und. Aber es ist auch irgendwie, finde ich, ganz gemütlich, das passt. Für mich ist das leider jetzt ganz hart und ganz bitter, aber wir sind leider noch im Umbau. Wir haben Umbaumaßnahmen, hat sich leider jetzt auch alles durch Corona verzögert. Dadurch etliche Firmen auch Erkrankte haben und die in Quarantänen mussten. Und somit war da auch ein Stillstand bei mir. Es ist natürlich jetzt schon, mein Herz blutet etwas. Es darf innen bis 22 Uhr geöffnet werden und ich habe leider keinen Platz. Letztendlich ist es wirklich so, wir haben natürlich auch unsere Sachen durchgerechnet, keine Frage, aber das haben wir alles gut erreicht dadurch. Die Gäste, die, glaube ich, wollen jetzt auch gerade nicht verweilen. Die wollen natürlich essen, keine Frage nicht, aber die hocken sich jetzt nicht her oder sitzen sich nicht an die Bank und trinken da ewig. Das ist einfach nicht so, weil ja jeder, ja, die wechseln einfach durch und somit ist das eigentlich ganz gut, hat mich auch überrascht, aber es passt. Ich hatte auch etwas Bedenken mit den 20 Uhr Regelungen, aber es ist wirklich top. Die Gäste sind verständnisvoll, die zahlen, die Gänger ohne Aufforderung, es ist alles gut. Wie auch geschlossen war bei uns, ich glaube, da, also ich bin da schlecht zum Nachdenken gekommen, muss ich wirklich sagen, weil man trotzdem ein bisschen gestresst ist. Man hat natürlich die Sorgen, weil man nicht aufmachen darf. Wie geht das alles weiter? Wie geht es geschäftlich weiter? Wie ist es auch mit diesen, mit dieser Erkrankung? Dauert es wirklich noch bis Ende des Jahres oder sogar bis 21? Das sind ja alles Dinge, die keiner weiß. Und das, denke ich mir, ist auch für die Kollegen gesprochen, schwierig, wenn man keinen Leitfaden hat, man weiß nicht, wie lang was geht. Ich glaube, das ist ein bisschen ein Problem. Aber man muss auch jede Krise, sollte man ein bisschen bewältigen oder hoffe ich, dass wir es bewältigen können. Das wird sich natürlich erst in der Zukunft rausstellen, aber trotz alledem muss ich sagen, ich bin ganz angenehm überrascht, weil die letzte Woche wunderschön war und ich freue mich, dass ich die Leute bewirten durfte und auch der Umsatz hat gepasst. Es war natürlich stressig, aber das wünschen wir uns ja in der Gastro.